Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Es weihnachtet und man sieht auch, dass es hinter mir sicherlich weihnachtet. Wir sind am Arbeiten und wir haben auch schon ganz, ganz viele Bestellungen, weil wir müssen natürlich alles ein bisschen entzerren. Wir wollen nicht so viele Personen auf einmal hier im Laden haben. Und zu Weihnachten gehört natürlich auch eine wunderschöne Blume, sowohl im Schnitt als auch im Topf. Im Schnitt gibt es auch schon alle Farben auf dem Großmarkt. Ja, es sind ja diese langen Schachteln. Und im Topf sind ja diese wunderschönen Amaryllis. Und die sind so schon sehr schön, aber die kann man noch viel, viel schöner machen, indem man die toll ausdekoriert. Und so eine Amaryllis richtig toll weihnachtlich ausdekoriert, das habe ich mir für heute ausgedacht. Und das zeige ich dir in dem Video, das jetzt dann gleich kommt. Aber vorher, ich musste mal wieder zum Kunden und da war richtig schön viel Unkraut und ich habe da einen ganz tollen Helfer gefunden. Und gleich geht's noch mal kurz zum Kunden, kleinen Ausflug, weil das musste ich zeigen. Wir hatten so viel Spaß und das war ein irres kleines Video. Ja, und jetzt gehen wir erstmal auf den Bürgersteig einer lieben Kundin. Bis gleich. So, trotz der anstehenden Weihnachtsarbeiten gibt es dann auch immer wieder Arbeiten beim Kunden, die wir natürlich auch gerne machen. Aber das ist immer so viel Arbeit und dieses ganze Unkraut. Und ich habe dann echt überlegt, wie ich mir eigentlich das Leben dann doch leichter machen kann. Und dann bin ich mal irgendwann auf die famose Idee gekommen, eine Unkrautbürste zu kaufen. Weil entweder ich sitze da auf den Knien auf diesem Bürgersteig oder ich gehe her und mache das mit einer Unkrautbürste. Und nachdem ich so oft beim Kunden schon jetzt hier immer rumknie, habe ich gedacht, ich hole mir einfach mal so ein Gerät und mache mir das Leben jetzt leichter. Ja, gesagt, getan. Das habe ich auch gemacht und habe hier von Karcher so ein wunderbares Teil, eine Unkrautbürste. Und die, naja, die kann jetzt alles außer Leiche, aber das macht nichts. Ich gehe her und ich fasse das eigentlich ganz gern so an. Ja, und nicht mit dem Griff, weil sonst sind meine Ärmchen zu schwach. Und da geht es jetzt her. Und simsalabim, so einfach wird das ganze Unkraut jetzt hier weggemacht. Das ist eine echt coole Sache. Ich gehe jetzt mal den ganzen Bürgersteig entlang und während ich das mache, bekommt ihr ein bisschen Musik in die Ohren. Ich glaube, das ist netter als mein Karchergeräusch. Und dann am Schluss zeigen wir euch mal das Ergebnis. So, also selbst die Gärtner haben gerade angehalten und haben geguckt, was ich da mache und haben fasziniert eine Minute geguckt. Ich musste total lachen und jetzt gehe ich erstmal mit dem Besen her und fege das Ganze zusammen und gucke mal, ob ich irgendwo ein bisschen nacharbeiten muss. Aber ich glaube, das ist jetzt echt simsalabim und sowas kann ich super brauchen bei der Arbeit. Deswegen musste ich euch das einfach zeigen. Das Endergebnis, das kommt jetzt gleich nach dem Fegen. Also die ganze Aktion, die hat jetzt, ich habe mal geguckt, wie viele Meter das sind, die hat jetzt etwa 3 Minuten gedauert, mit diesem Gerät hier entlang zu gehen. Und dann war dieser ganze Gehsteig vom Unkraut befreit. Ich bin so begeistert und meine Mitarbeiterin ist auch so begeistert. Die hat auch schon eine lange Nase bekommen. Und das war jetzt eine super Zeitersparnis und mein Rücken bleibt geschont, weil mein armer Rücken, der will auch nicht immer diese Bückarbeit haben. Und ich bin jetzt hier tatsächlich nur entlang, pack hier die Reste ein, Laub, Unkraut und dann ist der Bürgersteig schon in diesen paar Minuten frei. Ich bin total begeistert. Das Gerät ist mit dem Akku. Ich hänge das danach wieder an die Steckdose zu Hause, dass der Akku lädt und dann ist es wieder einsatzbereit für die nächsten Einsätze. Und dieser Bürstenkranz, den kann man auch noch neu bestellen, wenn der abgenutzt ist. Und damit kann man also den Hof in allen Mulden perfekt in einer Rekordzeit reinigen. Und also, ich bin so begeistert, ich musste euch das einfach zeigen. Ja, aber das heutige Thema ist jetzt eigentlich nicht Unkrautentfernung,
Jetzt gehen wir in den Laden dann zurück zum eigentlichen Thema, weil der kleine Unkrautexkurs ist jetzt beendet und der Gehsteig von der Kundin ist sauber. Also, bis gleich im Laden. Ich freue mich auf euch. Ja, zum heutigen Thema, also Amaryllis. Und ich wollte trotzdem euch mal zeigen, diese Amaryllis, die finde ich auch wunderschön, diese dunklen. Ich liebe diesen ganz dunklen Farbton und Überraschung, die sind nicht echt. Die sind nämlich aus Seide und es ist immer super effektiv, wenn man Natur, also die Ilex-Zweige, die sind natürlich echt, und die Magnolienzweige mit ihren schönen Knospen, wenn man Natur mit Seidenblumen mischt, dann sieht das aus, als ob es echt wäre. Und es haben schon ein paar Kunden gefragt und es haben natürlich auch ein paar Kunden gekauft, weil sie es so schön fanden und es ist natürlich auch immer toll, ein schönes Gefäß. Also es ist richtig, richtig schön, wenn man auch Haltbares gekonnt arrangiert. Wird natürlich nach nichts aussehen, wenn ich eine Seidenamaryllis alleine nehme. Aber das war jetzt der kleine Ausflug. Jetzt komme ich zu meiner Amaryllis. Ich habe jetzt eine weiße genommen. Die Amaryllis ernährt sich eigentlich sehr gut aus ihrer Zwiebel, da die ja unheimlich viel Feuchtigkeit hat. Viele Amaryllis sind ja auch gewachst im Topf. Und ich bin aber mehr ein Fan davon, dass die in Erde sind oder dass diese schöne große Zwiebel. Ich mag das mit dem Wachs nicht so gern. Warum mache ich die Erde raus? Die kann man ganz schlecht wässern, weil wenn die Erde drin ist, dann läuft das Wasser immer seitlich raus. Und wenn ich da jetzt so ein bisschen Erde abmache und habe da so eine kleine Rinne, dann kann ich die auch sehr gut gießen, weil ein bisschen Wasser braucht die auf jeden Fall. Und deswegen mache ich da die Erde raus. Ich gehe als erstes her und entweder ich stelle die Amaryllis auf ein Tellerchen oder ich mache Folie unten rum. Ich stelle sie meistens auf ein Tellerchen und ich würde auch gerne mit Rinde arbeiten. Oh, genau, immer schön dreckig alles. Aber damit die Rinde klebt, die kann ich nämlich nicht kleben an den Topf, muss ich erstmal einen kleinen Trick 17 machen. Ich war im Keller und habe mal ein bisschen Filz geholt. Wir haben schöne Vorräte, ganz tolle große Rollen. Und das Geheimnis ist, auf Filz kann man ganz, ganz toll kleben. So, jetzt möchte ich natürlich die Höhe von dem Topf auf jeden Fall haben. Das soll ja schön abgedeckt werden. Und damit ich auf diesen Filz kleben kann, muss ich erstmal den Filz um die Amaryllis rum arrangieren. Und den Filz klebe ich auf den Topf, damit ich die Rinde auf den Filz kleben kann. Genau, kleben, kleben, kleben. Und dann gucke ich mal, wie viel ich brauche von der Abmessung her. Ich kann auch dann so eine kleine Krempe machen. Ja, das kann man sich ja überlegen. Aber das war jetzt also reichlich. Wenn das jetzt ein bisschen zu breit ist, dann mache ich einfach Trick 17. Ich ziehe den Filz ein bisschen, habe dann natürlich dadurch mehr Länge und er ist schmäler. Kann man also wieder korrigieren, sagen, war jetzt doch ein bisschen zu breit. War jetzt bei mir auch zu breit, aber genau, jetzt passt wieder. Super. Dann schneide ich mir den Filz erstmal ab. Immer eine gute Schere nehmen. Gute Scheren, gute Bandscheren, gute Baumscheren. Scheren sind total wichtig. Überhaupt gutes Werkzeug finde ich mega, mega wichtig. Das ist das A und O des Arbeitens. Weil ich würde mich echt ärgern, wenn ich nicht so richtig gutes Werkzeug hätte. Ich klebe mit Heißkleber den Filz an den Topf. Da reichen auch so ein paar Klebestellen. Es geht also recht fix. So, und dann klebe ich hier wieder den Filz aufeinander. So, und schon ist mal das erste geschafft. Der Heißkleber macht natürlich immer Fäden, aber das kennen wir ja schon. Das ist ja völlig normal. Die Rinde, die breche ich eigentlich am liebsten, indem ich mich einfach mal drauf stelle. Und dann habe ich sie in den Stücken, in denen ich sie gern hätte. Dann brauche ich mir gar nicht so viel Arbeit mit den Händen zu machen. Und diese Rindenstücke, ich finde die ja auch innen schon so schön, ja, wie die so ein bisschen wurmstichig, ja, und so schön marmoriert sind. Aber ich klebe die jetzt hier außen dran.
den Heißkleber natürlich nur in der Höhe drauf machen, in der die Rinde ist, nicht zu hoch, weil hier oben sehe ich sonst die Klebestellen. Und wie so oft finde ich es ja nicht so schön, wenn man die ganze Technik sieht, sondern das war jetzt schlecht von mir. Okay, schön festhalten. Das ist natürlich auch ein bisschen der Respekt davor, dass ich mir den Heißkleber auf die Finger mache. Auch ich habe Respekt, obwohl ich das so oft mache, aber ich bin da schon vorsichtig. Es muss nicht überall ganz so hoch, es kann auch mal ein niedrigeres Stück sein. Man kann auch mal gucken, ob man... ich gehe noch mal kurz nach einer Rinde schauen. Moment. So, ist natürlich bei mir alles vorrätig. Und ich habe jetzt auch so kleinere Stücke von der Pappelrinde. Das kann man auch mal schön dazwischen kleben. Muss also nicht immer diese ganz dicke Rinde sein. Und ist auch schön mit Birke. Also im Grunde genommen ist erlaubt, was gefällt. Und du kannst nach Herzenslust Rinde kleben und suchen, je nachdem, was du willst. Die Pappelrinde ist halt sehr, sehr schön. Die ist tatsächlich innen eigentlich, das ist außen und das ist innen. Und die ist tatsächlich innen eigentlich schöner als außen, finde ich. Deswegen kann man da auch mal so ein Stückchen, damit es so ein schönes Muster gibt, ein Stückchen dran kleben, wo man die Rinde von innen sieht, damit es dieses helle zum Vorschein kommt. Das ist auch sehr schön. Und man merkt, es geht auch ein bisschen Heißkleber drauf. Ich habe also das ganze Glas voller Munition. Und wenn man dann also Heißkleber einkauft, dann lohnt sich dann doch so, wenn man ein bisschen auch öfters was macht, ein ganzes Päckchen zu nehmen. Obwohl das anfangs einem vielleicht viel erscheint, aber das verbraucht sich doch relativ schnell. Und da würde ich auch mal schon ganz gut zupacken. So. Ich mache Arbeiten manchmal ganz gern mit Vorderansicht. Das heißt, hier vorne habe ich jetzt nicht so hohe Rindenstücke reingemacht. Die habe ich eher hinten gemacht. Das heißt, wenn ich in die Arbeit dann so reingucke, dann habe ich wie so eine kleine Rindenkulisse. Das finde ich ganz schön. So, ich lege in die Amaryllis, ich lege auch ein bisschen Moos rein, weil ich möchte natürlich nicht die Erde sehen. So. Das Moos brauche ich auch gar nicht festkleben. Ja, vielleicht muss ich es auch mal ein bisschen zur Seite schieben, wenn ich gieße. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ja, und das entsteht ja auch mit der Arbeit. Ich gucke mir immer an, wo ich noch ein bisschen was gebrauchen könnte. Ja, und dann habe ich noch wunderschöne Schätze. Und damit es schön grün ist, da komme ich natürlich zu der ähnlichen Deko wie bei meinen künstlichen Amaryllis, habe ich einen schönen Ilex und ich habe eine ganz tolle Magnolie. Und Magnolie, wenn ich die jetzt ins Wasser stellen würde und anschneiden würde, dann würden diese Magnolienblüten jetzt aufgehen. Mir ist das natürlich viel zu schade, weil ich finde diese pelzigen Knospen, die sind ein Traum. Und vor allem, wenn die jetzt so schön aufrecht gewachsen ist, das tut die Magnolie meistens, wenn man die öfters schneidet. Ja, weil wenn man die selten schneidet, dann wächst die so ganz klein und knorzelig, dann wächst die anders. Ja, und wenn man die Magnolie trocken stehen lässt, dann bleiben diese Zweige auch so schön, also man hat diese Form so schön erhalten und diese pelzigen Knospen, weil die gehen dann nämlich nicht auf. Und da ich nicht will, dass sie aufgeht, ich überlege natürlich jetzt auch, da ich nicht will, dass sie aufgeht, lasse ich sie trocken. Ich mache sie nicht ins Wasser. So, ich überlege jetzt natürlich auch, jetzt kommt irgendwann auch die Blüte raus. Und die Blüte wird hoch, wie man weiß, bei der Amaryllis. Das ist auch sehr, sehr schön. Das ist auch ganz toll. Und deswegen möchte ich diese Zweige auch nicht zu niedrig haben. Ja, und lass die auch relativ lang, dass die Amaryllis, die kommen dann, das sind ja dann zwei, oft sind auch noch drei. Ja, hier sind tatsächlich schon drei Knospen, die ich sehe. Und die kommen dann ja alle hier hoch und die wollen auch irgendwo hin. Also die werden schon noch ganz schön an Länge gewinnen, ja, wollte ich damit sagen.
So, und damit es schön ausgegrünt ist, habe ich mir jetzt den Ilex geholt. Ich schneide immer mit der Gartenschere, mache ich einen schrägen Anschnitt und dann kann ich viel leichter diesen Zweig in die Erde einstecken. Wenn der grad wäre, so, ich habe den bewusst jetzt nicht klein geschnippelt, wenn der grad wäre, dann kriege ich den da nicht so leicht rein. Und ich kann auch noch, wenn ich denke, ach, ich möchte es hier nochmal fixieren, ich glaube, man bräuchte es gar nicht, dann könnte ich theoretisch auch nochmal hier festbinden. Das mache ich jetzt mal mit einem Drähtchen, dass ich an einer Stelle den Ilex-Zweig mit der Magnolie verbinde. Aber ansonsten brauche ich das tatsächlich gar nicht fixieren. Das reicht eigentlich schon so, wie das jetzt ist. Nehme ich ein Stückchen vom Silberdraht, einen schönen. Da nehme ich jetzt natürlich keinen grünen Wickeldraht, weil das sind wieder so exponierte Stellen, die wunderschön sichtbar sind in der Arbeit. Und da achte ich schon darauf, dass ich schöne Drähte verwende, weil ich möchte den Wickeldraht nicht so gern angucken. Den benutze ich nur, wenn das nicht auffällt, dass es Wickeldraht ist, weil ansonsten ist der mir eigentlich zu grob. Nicht schön genug, weil es soll ja schön sein. Ich finde es jetzt eigentlich schon ganz schön, aber ein paar Details fehlen mir noch. Ich würde noch eine Weihnachtskugel hier rein machen. Ich hätte noch gerne Weihnachtskugeln, Zapfen, dass hier ein bisschen Deko ist. Und ich finde auch, man könnte hier um die Rinde rum, denkt ja so ein bisschen, kann ja ein bisschen locker sein. Man kann das noch schön fixieren. Und da hole ich mir jetzt noch zwei Details, um den Feinschliff und die weihnachtliche Deko für diese Amaryllis zu machen. Da gehen wir jetzt gleich mal einmal an die schönen Kästchen, weil jetzt ist alles noch ganz toll für Weihnachten hier sortiert. Wenn hier in den nächsten Tagen produziert wird, dann möchte ich das nicht mehr filmen. Aber geht's schon mal weiter an die Weihnachtsvorräte. Die sind richtig, richtig schön. Ah, wir haben hier, ach, was haben wir hier alles, ganz tolle Sternchen. Ja, die sind zum Beispiel sehr, sehr schön. Zu diesem Grün von der Amaryllis, ich würde es eher in Weißgrün machen. Da kann man weiße Sternchen nehmen. Dann habe ich natürlich ganz toll, was auch sehr schön ist, sind die Apfelscheiben. Und ich mache auch ganz gern eine mit dem Draht, eine schöne Deko um die Amaryllis drumherum. Dazu nehme ich mir Cotton Pots mit. Das sind Baumwollfrüchte, die sind weiß gefärbt. Das ist eine getrocknete Limette. Die finde ich jetzt auch sehr, sehr passend. Also ich bleibe tatsächlich in der weiß-grünen Deko-Richtung. Und die Ordnung, die wird es auch in den nächsten Tagen nicht mehr geben. Deswegen bediene ich mich schnell jetzt noch und genieße, dass diese Farbruhe noch hier da ist. Und suche mir eine weiße Kugel. Und dann hätte ich gern noch eine grüne Kugel, eine Nummer größer. Okay. So, jetzt haben wir eine schöne Weihnachtsdeko noch geholt. Hier ist ein ganz toller, großer Platz. Da passt auch sehr schön so eine grüne Kugel rein. Es ist eine persönliche Vorliebe, ob die Öse nach oben oder nach unten zeigen soll. Ich mag sie sehr, sehr gern. Das mag nicht jeder. Manche können das überhaupt nicht leiden, aber ich finde diese Ösen so schön, dass ich sie in der Tat ganz gern auch sehe. Aber es haben ja nicht alle Weihnachtskugeln diese hübsche Öse. Und die kann man ja ruhig ein bisschen angucken. Der Zapfen ist mir jetzt eigentlich zu groß, den lasse ich raus, weil so viel Platz habe ich gar nicht. Ich habe noch Platz für einen Wellingtonia-Zapfen, der hier noch mit reinkommt. Aber ansonsten finde ich, ist jetzt auch hier unten drin, ist eigentlich jetzt voll. Und wir haben jetzt eigentlich keinen Platz mehr für weitere Deko. Da würde ich tatsächlich die Limette, gucken wir mal. Die Apfelscheibe, die kann noch mal halbiert dazu, ja, aber viel mehr würde ich da unten auch nicht reinmachen. Und dass sich die Deko hier auch wiederholt, kann man auch mal eine halbe Apfelscheibe an den Magnolienzweig zum Beispiel kleben, dass auch oben ein bisschen Deko ist. Manchmal kann man auch Kugeln hier noch dranhängen, was ich in dem Fall nicht mache, aber man muss es immer erstmal ausprobieren. Und jetzt kommt natürlich noch eine sehr schöne Deko. Ich nehme die Cotton Pots
und umwickle die Cotton Pots mit dem Wickel, ne, Entschuldigung, das ist der Myrtendraht. Das ist der dünne Myrtendraht, der hat nur 0,3 mm. Ich werde ab und zu gefragt, na, wegen den Drähten, die ich verwende. Und ich kann diesen Myrtendraht, kann also die Cotton Pots andrahten und nehme diese Drahtkette, lege die um die Rinde drum herum. Und so habe ich dann noch also eine Deko, die noch so schön baumelt. Ich wickel das und dann verdrehe ich nochmal am Schluss, drehe ich nochmal das Cotton Pot so an. Und dann kann ich das an dem Draht um diesen Rindentopf drumherum legen. Und der Vorteil ist ja auch, dadurch, dass ich noch diese Drahtkette dazu mache, kann ich die Rinde noch mal etwas fixieren. Und genauso kann ich auch diese Sternchen andrahten. Ich lasse immer so ein Stückchen Platz beim Draht und drahte die Sternchen an. Ich wickel also ein paar Mal drumherum und dann... Genau, muss man, ist gar nicht so einfach, das zu machen und dann zu zeigen. Und damit es auch schön aussieht, gehe ich bei dem Sternchen, gehe ich in jede Richtung, wickel ich mal über den Stern drüber, sodass jetzt die Drahtwicklung eigentlich so aussieht, wie so fast wie ein Geschenkpäckchen. Ja, dass es aussieht, als ob das so gewollt ist und nicht nur die Befestigung von meinem Sternchen mit dem Draht ist. So, ein Sternchen habe ich noch. Da mache ich das jetzt auch nochmal genauso. Dann mal. Und dann ist der Draht auch, und deswegen auch immer der Silberdraht, ist ja natürlich ein wunderschönes Schmuckelement für diese hübschen Sternchen. Ist also nicht nur das Sternchen so toll, der Silberdraht passt natürlich auch sehr schön. Deswegen ist es immer toll, wenn man viele, viele schöne Drähte vorrätig hat. Weil mit Drähten kann man eben doch... tolle Arbeiten machen und es ist immer sehr dekorativ. Also diese kleine Kette ist also so schon sehr hübsch. Aber jetzt fixiere ich die mal. Ich wickel die hier an der Rinde fest. Den Anfang. So. Ach, das sind so kleine Spielereien. Ich liebe die ja. Ich mag diese Spielereien, und wenn das so, ja, wenn es so ein paar kleine Extras gibt, herrlich, ich finde es ganz toll. Und dann kann auch der, so, und man kann auch hier an dem Ast, kann man auch mal dazwischen mal kurz festwickeln, ja, dass man so einen Ast auch fixieren kann, kann auch mit dem Draht noch mal ein bisschen hier hochgehen und kann den Draht als dekoratives Schmuckelement in der Arbeit nutzen, weil man sieht auch, es schimmert so schön, in dem Licht schimmern diese Drähte. Und deswegen ist auch, also Draht ist sehr, 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 sehr dekorativ. Und was ich dann jetzt am Schluss noch mache, ist, dass ich nochmal zwei, dreimal um die Rinde herumwickle. Genau, wenn sowas abfällt, dann klebt man es einfach wieder fest. Das macht nichts. Cotton Pots sind auch nicht die stabilsten. So. Ja, und dann haben wir unten auch eine tolle Stabilität mit der Rinde erreicht. Und ich würde auch ruhig ein paar Mal um die Rinde wickeln, dass es natürlich nicht aussieht, als ob ich das jetzt nur einmal festgewickelt hätte, wie beim Paket, sondern dass der Draht wirklich als dekoratives, schmückendes Element da ist. Und dass man auch sieht, ja, wir wollten diesen Draht so dekorativ extra nehmen. Und hier ist auch sehr, sehr schön, wie der dann schimmert. Gefällt mir total gut. Und am Schluss verdrehen wir wieder alles miteinander. Ich bin in ganz vielen Videos erklärt, wie das am Ende mit dem Draht geht. Ich erkläre es jetzt nicht jedes Mal, sonst sagt ihr, ich wiederhole mich ständig. Das will ich ja auch nicht. Ja, und fertig ist meine Amaryllis. Schön eingepackt, hat jetzt doch eine ganz andere Wirkung als so eine Amaryllis im Topf. Ja, das muss man auch mal sehen, so schön vorher, nachher. Ich kann mir eigentlich das weiße Schildchen jetzt auch sparen. Normalerweise machen wir es rein, wenn wir dem Kunden sagen, die ist weiß. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir machen immer die Deko korrespondierend zu der Blüte, also wie die Blüte dann rauskommt.
Und ich glaube, wenn man so eine Amaryllis jetzt entweder zu Hause stehen hat oder verschenkt, ist das natürlich eine ganz tolle Arbeit und ist ein irre Hingucker. Das ist echt ein Wow-Effekt. Thema Rinden finde ich ja eh klasse, weil ich zeige nochmal einen Link zu meinem Rindenkranz, den ich kürzlich gemacht habe, der ja auch sehr, sehr viel Natur zeigt, aber doch was ganz anderes ist, ist ja eine Kerze im Glas drin. Aber das ist jetzt heute die Amaryllis im Topf, weihnachtlich dekoriert, lässt sich auch nur winterlich mit Zapfen dekorieren. Und ich hoffe, dir gefällt meine Arbeit. Die Materialien kannst du bei Floristik24 bestellen. Gibt sie zu super fairen Preisen und die haben auch ganz tolle Artikel, vor allem ganz tolle Drähte. Bin totaler Fan von deren Drähten. Ja, und freue mich über euer Feedback und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Eure Margit. Tschüss.